Also mein Name ist Johannes Kass, bin seit 15 Jahren Bundestagsabgeordneter der SPD für den Wahlkreis Hamburg-Mitte, habe 1982 den Entschluss gefasst, in die SPD einzutreten. Das lag daran, dass wir damals die geistig-moralische Wende hatten, den Wechsel von Helmut Schmidt zu Helmut Kohl. Das fand ich so suboptimal, dass ich dann in die SPD eingetreten bin. Habe dann bei den Jusos viel gemacht, war mal Juso-Kreisvorsitzender im Juso-Landesvorstand. So eine Jugendorganisation einer Partei ist super, wenn man mal lernen will, wie das Geschäft läuft, wie es geht. Also man übt sich selber, man lernt vor 10, 50 oder 100 Leuten zu reden und das macht eigentlich Spaß. Habe dann gemerkt, dass ich da auch viel Spaß dran habe, ein bisschen Freude und habe mich entschieden, ein bisschen Kommunalpolitik zu machen. War dann im Jugendhilfeausschuss, bin in die Bezirksversammlung gekommen. Und habe dann neben meinem Beruf immer weiter gearbeitet. Ich war in der Wohnungswirtschaft als Jurist und bin dann 1998 das Wagnis eingegangen, für den Bundestag zu kandidieren. Und zu der großen Überraschung aller Beteiligten bin ich aufgestellt worden und gewählt worden und mache das seitdem sehr gerne und glaube, es gibt nichts Großartigeres, als in Deutschland Politik zu machen. Das ist etwas, was mit sehr viel Freude verbunden ist, aber auch eine große Verpflichtung.